Welche Perspektiven sehen Sie für die Stahlproduktion in Deutschland? An sich sehr gute. Ich glaube, dass Deutschland das Land sein wird, was die erste Generation von grünen Stahlprodukten auf den Markt wirft und große Wettbewerbsvorteile haben. Aber wir müssen natürlich jetzt auch schauen, dass wir die Stahlindustrie unterstützen und nicht einfach nur Forderungen stellen. Was muss die EU aus Ihrer Sicht tun, damit eine Verlagerung der Stahlproduktion in andere Regionen der Welt mit weniger Klimaschutzauflagen, Carbon Leakage, verhindert wird? Also wir haben schon die Stahlindustrie sehr unterstützt mit Forschungsmitteln, um Demonstrationsprojekte aufzulegen. Was wir jetzt im Moment machen müssen, ist einen realistischen Blick haben. Wir müssen sozusagen die Chance eröffnen, 2030 auch wirklich zu erreichen. Das heißt, nicht vorher schon Auflagen machen, die 2030, also die Reduzierung von CO2 und die Produktion von grünem Stahl erschweren, sondern wir müssen jetzt alles machen, dass die ambitionierten Ziele der Stahlindustrie auch erreichbar sind. Wie kann Brüssel die ambitionierten Transformationspläne der Stahlindustrie unterstützen, auch vor dem Hintergrund der neuen Energiesituation? Ich glaube, wir tun das schon. Wir haben ja in großem Maße öffentliche Mittel freigegeben, zusammen mit den Mitgliedstaaten. Wir müssen jetzt nur die Genehmigungsverfahren beschleunigen und wir dürfen sozusagen nicht selber Hürde werden, indem wir alles komplizieren. Das Wichtige muss wichtig bleiben, das Erreichen der Ziele, grünen Stahl zu produzieren bis 2030. Aber den Prozess dürfen wir nicht überbelasten mit Administration oder zusätzlichen Auflagen.